Ohne Geist keine Unwissenheit. Kommentar zum 169. Vers von Vivekachudamani. Shankara schreibt: Unabhängig vom Geist, Manas, gibt es keine Unwissenheit, Avidya. Der Geist an sich ist die Unwissenheit, und das ist die Ursache für die Bindung an der relativen Wirklichkeit. Wenn der Geist zerstört wird, ist alles zerstört. Wenn er sich manifestiert, manifestiert sich alles andere. Shankara weist hier dem Manas eine besondere Rolle zu. Er hat ja vorher gesprochen über den Körper und über das Prana, aber er sagt, Manas, das ist das Entscheidende. Ich will hier auf die einzelnen Worte kurz eingehen. Vielleicht rezitiere ich erst nochmal den Sanskrit-Vers und dann gehe ich auf die einzelnen Worte ein. Nahyastya vidya manaso tirikta mano yavidya bhava bhanda hetuhu tasmin vinashte sakalam vinashtam vichrimbhite smin sakalam vichrimbhate. Na, nicht, hi, gewiss, asti, gibt es, avidya, Unwissenheit. Also, ganz sicher gibt es keine Unwissenheit. Atirikta, unabhängig von Manasa, vom Geist. Also ohne den Geist gibt es keine Unwissenheit. Hi, denn Mana, der Geist, ist Bhava Bandhu Hetuhu, die Ursache für die Gefangenschaft in der Existenz und für Avidya. Tasmin, wenn dieser, also der Geist, Vinashte, verschwunden ist, Sakalam ist alles, Vinishtam, verschwunden. Vichrimbhite, wie alles zur Erscheinung gekommen ist, Asmin, sobald er erscheint, Vichrimbhate, erscheint, manifestiert. Und dann Sakalam, kommt alles. Also, es hängt alles vom Geist ab. Angenommen, dein Geist ist weg von dieser Welt, dann nimmst du nichts wahr. Angenommen, du bist gerade in Gedanken versunken, dann nimmst du nicht wahr, was in deiner Umgebung passiert. Angenommen, du liest ein spannendes Buch, dann riechst du vielleicht gar nicht das Essen, das aus der Küche kommt. Und du hörst auch nicht die Rufe deiner Kinder. Ist der Geist nicht da, ist nichts da. Also der Geist ist das Entscheidende. Oder angenommen, du bist irgendwo fröhlich beflügelt von etwas. Da macht es dir nichts aus, wenn du irgendwas, etwas Kleines verlierst. Oder angenommen, du bist frisch verliebt. Plötzlich hat alles andere kaum mehr eine Bedeutung. Es ist der Geist, der die Ursache von allem ist. Daher ist es besonders wichtig, aus der Gefangenschaft des Geistes herauszukommen. Es sind nicht die Worte, die dein Partner dir sagt, die wichtig sind oder die schlimm sind, sondern das, was dein Geist daraus macht. Es ist nicht der Chef, der freundlich oder unfreundlich ist, sondern das, was dein Geist daraus macht. Es ist auch nicht dein Vermieter, es sind auch nicht deine Kinder, es sind auch nicht deine Eltern. Es liegt in deinem Geist, wie du die Welt wahrnimmst und wie du das interpretierst, was dir geschieht. Mache dir dessen bewusst. Das nächste Mal, wo du dich über etwas aufregst, halte einen Moment inne. Und mache dir bewusst, nicht der andere regt dich auf, sondern das sich aufregen, das kriegst du sehr gut selbst hin. Der andere sagt etwas, du regst dich auf. Karma geschieht, du freust dich oder hast Angst. Mache dir bewusst, dass deine emotionale Reaktion und deine Interpretation von dem, was andere tun, sagen oder was geschieht, an dir liegt. Übernimm die Verantwortung dafür. Es gab eine philosophische Richtung bei den Griechen, die sogenannte Stoa. Und eine der Grundprinzipien dieser Lebensphilosophie war, lass nicht das, was außerhalb deiner Kontrolle ist, deinen Geist beherrschen. Du könntest auch sagen,
Lerne es, deine geistig-emotionale Reaktion vom Äußeren zu lösen. Übernimm selbst die Verantwortung über dein Denken und Fühlen. Raus aus der Opferhaltung, rein in die Selbstverantwortung. Denke darüber nach und lerne vielleicht gerade am heutigen Tag aus diesem Geist heraus zu leben.